So, da bin ich wieder mit einer weiteren Folge von Mindtest. Diesmal wieder mit sauberem Audio. Ne? Zum Ende in der letzten Folge hatten wir doppelt Audio, weil sich meine Kopfhörer abgeschalten haben und wie zu erwarten war, OBS komplett verrückt geworden ist. Ja, ich wie gesagt, also was mit OBS und Audio abgeht, ich habe keine Ahnung. Sobald sich aus Sicht von OBS irgendwas ändert, entweder ein Mikrofon hinzukommt, weil ich meinen HDMI-Adapter anschließe, was ja eine Audioquelle hat, durchs HDMI, oder aber Mikrofon anschalte oder abstecke, oder eine Kamera, also irgendwas, was halt Audio hat, entweder Audioeingang oder Audioausgang hat, spackt OBS nur noch rum. Da muss ich wirklich nochmal richtig OBS beenden und neu starten. Das ist echt. Naja, was will man dazu noch sagen? Egal, wir legen mal los. Mit einer weiteren, muss ich mal mein Mikrofon neu positionieren. So. Einer weiteren kleinen Folge from the mein Test. So, let's play. Vollbild. Ah, ich habe schon wieder mein Boot verlassen. Hä? Ich bin unter dem Boot. Was ist denn hier los? Mein Boot sinkt. Warum sinkt mein Boot? Was passiert hier? Wo ist mein Boot? Da ist mein Boot. Oh, hier geht's gar nicht lang. Obwohl doch, das ist eine ganz kleine. Ich sag mir nicht, dass ich da gar nicht nach Hause komme. Doch, doch. Okay, also man sollte mit dem Boot definitiv kein Wasserfall runterfahren. Jetzt kommt schon. Nein, wie kann ich denn jetzt mein Boot abbauen? Okay. Dankeschön. Guck mal, hier im Wasser schon wieder diese Striche. Kann das sein, dass der Shader im Wasser. Dass da irgendein Shader im Wasser, dass das dafür sorgt? Warte kurz, mal kurz. Wobei, die Shader sind ja gar nicht aktiv, oder? Genau, Shader sind deaktiviert. Ich mach mal diese Flüssigkeitswellen. Dynamikkompression? What the fuck? Gucken, ob es jetzt immer noch ist. Ah, ne, ist immer noch da. Diese ganzen Linien da, diese ganzen schwarzen, feinen Linien. Das ist. Also, irgendwie ist mein Klon kaputt. Ja. Man hat überall schwarze Linien im Wasser. Im Dschungel stockert es extrem. Also, entweder ist da mein Test mächtig im Arsch oder mein Klon ist mächtig im Arsch. Ich würde die Schuld aber wahrscheinlich doch eher, was das Wasser angeht, auf meinen Test schieben. Ich meine, wir können mal ganz kurz gucken. Achso, ich jetzt. So, an sicheres Ufer gehen. Ich würde ganz gerne mal gucken, wenn ich jetzt ein anderes Spiel starte. Mein Test zum Beispiel. Ob da ähnliche Grafikfehler sind. Wir können auch mal das hier machen. Habe ich den Test? Da ist mein Test. Mal gucken, wie es bei Minecraft 2 ist. Ob es da auch so ist. Mit dem Wasser. So, habe ich hier Wasser in der Nähe? Ja, da ist ganz viel Wasser. Ja, hier ist es auch. Okay. Ist mir noch nie aufgefallen. Ja, weil ich jetzt auch schon Ewigkeiten nicht mehr im Wasser war, ne? Mein Test. Jetzt ist die Frage, habe ich noch Mindtest 5.4? Der würde ich das mal damit verifizieren könnte. Habe ich irgendeine Testwelt? Das ist eine Testwelt. So, hier ist aber kein Wasser. Ne. Ne. Da hinten vielleicht ist da Wasser.
Ne, da ist Sand, aber kein Wasser. Ne, okay. Schade. Habe ich hier nicht irgendwo. Mein Test, was bist du denn? Schneelandschaft, okay. Okay, hier ist es nicht. Beziehungsweise, doch, da ist es. Da ist es auch. Okay, es liegt also nicht an meinem Klon, sondern es liegt tatsächlich an meinem Test 5.5. Dann ist bei meinem Test. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das auch habt? Oh, das ist jetzt neuer Grafikkarten-Bug. Wo ich sehe gerade, hier guckt mal, bei den Wolken sind auch diese Linien. Ist das jetzt ein neuer Grafikkarten-Bug? Ist Kubuntu 5.5, Kubuntu 22.0 auch kaputt? Wie kann ich das? Warte mal kurz. Genau. Naja, klappt leider nicht. Schade. Wie könnte ich das verifizieren? Eben, mein Test 5.4 habe ich glaube nicht mehr installiert, ne? Ne, 5.4 habe ich bereits runtergeschmissen. Gut, dann mache ich mal mein Test an sich habe ich installiert. Ja, welche Version auch immer das jetzt hier ist. Sieht man es irgendwo? 5.4.1, genau, sehr schön. Dann probiere ich mal, wenn ich jetzt hier mit einem Mindtest-Welt starte. Was witzig ist nur, das seht ihr gar nicht mehr. Ich mach mal kurz auf den hier. Damit ihr mal das, ne, ist zwar jetzt keine 60 FPS, aber gerade drauf geschissen. Mein Test. Wo ist mein Test? Hallo? Da. Okay, hier sind zumindest nicht diese Bugs. Mit den Wolken. Dann mein Test. Das war mir schon fast klar. Habe ich hier unten eine andere Testwelt? Was ist denn das hier? Was? Ich habe die alle schon mit MyTest 5.5 geöffnet? Kacke. Habe ich hier noch irgendeine Welt, die ich noch nicht mit MyTest 5.5 geöffnet habe? Zum Beispiel. Ach komm, einfach eine neue Welt. Erstellen. Let's play. Jedoch. So. Aber da Wasser? Ja, nicht sehr tief. Ist das hier dunkel? Ja, das ist dunkel. Aber nicht. Nee, ist viel zu hell. Ist ja nur bei dunklen Stellen so, ne? Ist da hinten irgendwo Wasser? Nope. Dann ist oft bloß flaches Wasser. Dann. Aha, das Wasser. Aber auch bloß flaches Wasser. I need more water. Ah, guck mal hier. Hier ist das Wasser. Okay, hier ist es nicht. Seht ihr? Hier ist es nicht. Das heißt, wir werden jetzt uns genau. Achso, als was bin ich jetzt gerade drinne? Ich bin jetzt gerade als Walker drinne. Okay. Das heißt, wir werden uns jetzt diese Welt mal merken. Die hier löschen wir mal. So. Jetzt haben wir diese Welt hier. Hier haben wir keine schwarzen Linien. Es ist also kein GPU-Bug. Also kein Grafikkarten-Bug und auch kein Audio. Kein Grafikkartentreiber-Bug. Wenn ich jetzt die gleiche Welt mit Mindtest 5.5 starte, da. Ach, ich heiße Hieronix. Gut, dann mache ich das mal als meine lokale Version. Genau, jetzt bin ich Walker. Mein Gott, hier. Oh, komm jetzt. Voll.
Okay, aber hier habe ich es auch nicht. Hä? Jetzt ist der Fehler weg. Wait, what? Das macht ja mal gar keinen Sinn, du. Das macht ja mal ja keinen Sinn. Hä? Ist das nur bei manchen Welten? Das würde ja genauso viel Sinn machen wie gar nichts. Wo ist denn mein Test? Da ist mein Test. Genau, das ist meine kleine lokale Welt. Ach so, warte mal jetzt kurz. Dann machen wir kurz das, da liegt es an den Einstellungen vielleicht von meiner Let's Play-Einstellung, dass da irgendwas verkackt ist. Das kann aber gar nicht sein. Was sollte ich denn da bitte schon verstellt haben? Also etwas, was so eine Grafikfehler verursacht, meine ich jetzt. Ja, hier ist es. Guckt mal. Es liegt an den Einstellungen. Irgendwas ist in meinen Multiplayer-Einstellungen. In meinen Let's Play-Version-Einstellungen falsch. Scheiß die Wand dann. Ja, hier habe ich doch wieder die Bugs in den Wolken. Das ist ja behindert. Kacke. Vielleicht liegt es hier dran? Nee. Ich mach mal so, wie ich's. Nee. Ich bin gerade ein bisschen überfragt. Das ist ja unschön. Genau, Video Driver ist einfach nur OpenGL. Ja, super, wie kriege ich denn das jetzt raus? Ich will jetzt ungern meine gesamten Einstellungen zurücksetzen. Ja, daran liegt es nicht. Achso, nee. Nee, Filter dürften das nicht sein. Filter verursachen nicht solche Probleme. Das dürften höchstens Shader sein, aber Shader sind deaktiviert. Das macht ja gar keinen Sinn. Erweitert. Ach, guck mal, hier gibt es sogar V-Sync. Gut, ich meine, unter Linux hast du normalerweise immer V-Sync aktiv. Egal, ob es das Spiel aktiviert oder nicht. Klar. Ja, ich hab. Gut, müsst ihr mal. Vielleicht kennt ihr das Problem. Wenn nicht, muss ich da mal privat ein bisschen rumschauen. Oder ich muss wirklich einfach die Einstellungen von meiner Record-Version zurücksetzen. Dann ist es wirklich Fehler der Einstellung. Das mit diesen Linien. Ich meine, gut, stört das nicht so häufig. Ich meine, so oft erkennen wir das ja nicht. Aber. Ich meine, geil ist schon anders, ne? Na gut, dann können wir zumindest wieder bei unserem alten Spiel weiterspielen. Das ist ja interessant. Wo war das jetzt? Wo war das jetzt? Da war das. Genau. So, dann gehe ich mal wieder hier in den Vollbit-Modus und ihr geht mal wieder in den X-Compositing-Modus. So. Hallo, OBS, erkennst du bitte, dass ich spiele? OBS. Hey, hallo, OBS. Hallo. Ach, Alter. Oh, Fenster. Mein Test. Eigenschaften. Und wo ist mein Test? Mein Test. Danke. So. Der hält's dir am Kopf nicht aus. Geht doch. So, wir sind hier. Wo sind wir denn? Oh, wir sind Walker. Ein schwerwiegender Fehler. So, da sind wir wieder. Ja, dann haben wir jetzt einfach hier unter Wasser immer diese schönen Grafikfehler. Ich wüsste echt gern, woher das kommt.
Das ist tatsächlich eine sehr interessante Frage. Gut, aber soll es dich weiter interessieren? Wir kamen jetzt da hinten durch, ne? Das heißt, in der Richtung müsste unser Haus liegen. Schwimmen wir einfach mal los, ne? Boah, wie der abgeht hier. Also beschweren kann man sich da ja eher weniger. Oh, da ist zu. Ich komme da gar nicht durch. Oder? Doch, doch. Ah, da ist ja ein Fluss lang. Okay, bin ich mal gespannt. Diese ganzen Buchen oder wie heißen, also die weißen Bäume hier. Wie die schon aussehen, Alter. Wie als hätte Mutter Natur irgendwelche Drogen geraucht. Ich muss, glaube ich, noch hier außen dran vorbei, genau. Hinter diesem Vorhang, sage ich jetzt mal. Was ist hier los? Hä? Ich kann die Dinger umfahren. Wie geil ist das denn bitte? Richtiger Straßenraudi hier. Wie geil ist das denn? Ist das cool? Okay, das macht Spaß. Die Frage ist, nimmt unser Boot dabei auch Schaden? Hat das Boot überhaupt ein Schadensmodell? Nee, ne? Das Boot kann gar nicht kaputt gehen, oder? Ich müsste mal gucken, ob ich das Boot in Lava platzieren kann. Ob es dabei dann irgendwie, weiß ich, einfach verbrennt? Ja, okay, Tiere kriegen dabei wohl keinen Schaden. Okay, schade. Hätte ja sein können, dass Tiere dabei jetzt auch, weiß ich, direkt sterben oder sowas. So, da müsste jetzt irgendwo unser Haus sein. Noch eine Bucht weiter? Okay. Da hinten ist aber schon Sand. Nee. Müsste doch da irgendwo sein. Okay, ich glaube, wir haben uns verlaufen. Also, verschwommen. Ich bin gerade, hier ist überall Sand. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Muss ich doch mal zugeben, ne? Was ist hier? Das kommt mir auch sehr bekannt vor. Ah, das ist ein Hexenhäuschen. Das heißt, unser Haus. Hä, ist da? Nee, das Hexen. Doch, unser Haus ist da hinten. Hier ist das Hexenhaus, wo wir letztens drinnen waren. Lol. Wie kann ich mich denn so fehlorientiert haben? Das ist deine Schuld. Bumm, weg. Ah, unser Haus müsste da hinten sein. Ah, klar, weil wir im L gelaufen sind. Ich schon wieder. Wir sind der ersten Weile in die Richtung gelaufen. Also in die Richtung gelaufen. In die Richtung gelaufen. Und sind dann nach links abgebogen. So war das ja. Stimmt ja. Ah, siehst du? So schnell kann man sich verlaufen. So, wo genau ist unser Haus? Unser Haus müsste ja. Da ist Wassergebiet. Dann müsste unser Haus ja da irgendwo sein. Entweder da, auf der Küste oder an der Küste. Ah ne, kann ja gar nicht bei der Küste sein. Kann ja bloß bei der Küste da hinten sein. Dann folgen wir der Küste jetzt in die Richtung hier. Dann müssten wir ja zwangsweise an unser Haus kommen. Wieder überall, wieder einfach das Wasser runterläuft. Gibt's ja auch nicht. Das ist ja illegal. So, schwimmen wir ja einfach mal an der Küste lang und dann müssten wir ja direkt drauf zukommen. Also dran vorbeikommen, vielmehr. Drauf zu wird ein bisschen schlecht, schwer. Dann müsste ja unser Haus ja im Wasser sein. So, hier haben wir auch die ganzen weißen Bäume. Warum haben wir jetzt hier weiße Bäume? Bei uns in der Nähe gibt es ja keine weißen Bäume. War das etwa doch nicht das Hexenhaus, wo wir letztens waren? Oder unter unten ist Eisen. Jetzt bin ich verwirrt. Okay, jetzt bin ich richtig verwirrt. Jetzt bin ich. Wir werden nie wieder nach Hause finden, ist euch klar, ne? Wir werden jämmerlich sterben. Oh. Nee.
So weit gefahren sind wir definitiv nicht. Das ist ja hier. Wo kommen wir denn hier hin, sag mal? Ich bin gerade dezent verwirrt. Jetzt bin ich ja hier in einem komplett anderen Biom. Aber dann ist jetzt der Dschungel. Wow. Das Schöne ist, dadurch, dass hier der Dschungel ist, weiß ich wieder, wo wir lang müssen. Und zwar nach da. Das ist doch nicht wahr, Alter. Oh, guck mal, ich kann die Dinger kaputt machen. Ist doch nicht wahr, Alter. Wo zur Hölle bin ich hier gerade falsch abgebogen? Warum gibt es hier kein TomTom-Navigationsgerät? Bauen die überhaupt noch Navis? Gibt es TomTom überhaupt noch? Oh, ich habe schon mehr als 64. Ja, YOLO. Ja, jetzt müssen wir in die Richtung. Genau, da ist wieder die große Insel. Das heißt, wir müssen da rechts dran vorbei. Nicht von. Hä? Hier sind wir doch gerade eben gestanden. Kann es sein, dass ich mich jetzt hier gerade im Kreis mich drehe? Ja, da kommt wieder da kommt wieder dieses kleine. Da sind wir gerade durchgefahren vorhin. Okay. Gut, da fahre ich mal doch links an dem Berg vorbei. Dann scheint meine Strategie, dass wir rechts vorbei können, gar nicht aufzugehen. Aber warum geht die nicht auf? Ist unser Haus etwa auf dieser Insel hier? Kann das sein? Muss ja. Okay. Oder mein räumliches Vorstellungsvermögen lässt mich jetzt gerade komplett in den Stich. Was ist denn wirklich für ein Penis? Okay, interessant. Links, rechts, ich bin verwirrt. Leute. Oh Gott. Wir werden die wieder nach Hause finden. Okay, hier ist eine Sackgasse, das ist schon mal ganz gut. Da bin ich doch nicht so aufgeschmissen, wie ich gerade dachte. Dann müssten wir uns jetzt eigentlich hier nur am Ufer halten. Dann kann ich ja bloß noch nach Hause kommen. Dann ist mein Haus echt Teil einer Insel. Ja, guck mal, da ist halt Lava. Links, rechts? Ne, wir müssen hier dran vorbei, glaube. Oh Leute, ich bin gerade so verwirrt. So, jetzt müssen wir auf unser Haus. Da müsste unser Haus sein. Bitte. Sonst bin ich hier raus. Sonst bin ich gerade komplett raus. Wenn da jetzt nicht unser Haus auftaucht, bin ich raus. Irgendwo hier an dieser Linie müsste jetzt unser Haus auftauchen. Okay, ich bin raus. Ja, nee, dann hat mich mein räumliches Vorstellungsvermögen komplett im Stich gelassen. Ich habe keine Ahnung mehr, wo wir sind. Ja, gut. Das hat ja gut funktioniert. We are fucked. We are straight up fucked up. Holy fuck. Hoffentlich habe ich mich nur ein bisschen verkalkuliert und unser Haus ist da irgendwo, aber das kann ich mir nicht vorstellen, weil dieser Berg hier sagt mir gerade gar nichts. Ich bin verwirrt, rotes Gummiboot. Die Berge wiederum sagen mir was. Und da ist wieder der Sandstrand. Aber dann muss doch unser Haus da irgendwo sein. Autsch, einmal hart gegengefahren. Ich glaube. Ich bin nicht mehr Teil von Eden. Digga, der Fisch da, der leuchtet ja richtig. Was ist mit dem los? Warum leuchtet der? Halt, stopp mal.
Achso, das war dieser. Stimmt, da gab es welche, die leuchten. Dieses Glow-Ink-Zeug. Okay, jetzt dabei ist die Sandküste, an der bin ich jetzt dran vorbei. Oh, Leute. Ich glaube, wir sind gerade ein bisschen am Arsch. Aber hier bin ich doch jetzt ganz woanders, oder? Ja. Ich glaube ja, wir haben uns erfolgreich verfahren. Das heißt, da ist auch Dschungel, sehr schön. Das heißt, okay. Und wir schwimmen die ganze Zeit, und wir schwimmen die ganze Zeit im Kreis. Oh, fuck my life. Oh, fuck my life. Kann ich mit den Dingern eigentlich irgendwas machen? Also beim Mindtester kann man die zumindest wieder einfach ins Wasser pflanzen. Und mehr halt nicht. Kann man daraus hier im Mindclone irgendwas Besonderes basteln aus diesen komischen Blättern, die wir gerade einsammeln die ganze Zeit? Ey, es ist wieder hell. Wow. Ich bin gerade dezent. Oh mein Gott, ey, wir haben es komplett verfahren. Und ich fahre gerade hier die ganze Zeit im Kreis. Das Problem ist, wenn unser Haus nicht Teil dieser Insel ist, wo ist es dann? Wo ist denn unser fucking Haus? Gut, ich versuche mal nochmal zu dem Dschungel zu fahren, wo wir gerade die ganzen Sachen abgebaut haben. Und versuche dann mal von dort aus direkt den Weg zurückzuverfolgen. Genau den Weg zurückzuverfolgen, wie wir da hingelaufen sind. Vielleicht klappt das ja. Muss ich aber erstmal den Dschungel wieder finden. Sollte aber kein Problem sein. Wir haben ihn ja gerade auch wieder gefunden, ne? Also, tsch. Ach ja, wir haben ja unten die Koordinaten. Durch das Kack-Mikrofon sehe ich das unten immer gar nicht. Stimmt ja. Hat irgendjemand gerade die Koordinaten von unserem Haus? Gut. Ich versuche erstmal den Weg über den Dschungel zurückzuverfolgen. Und wenn das nicht klappt, dann ist auch schon wieder so ein Leuchtding. Und wenn das nicht klappt, dann gucke ich mal bei einem der alten Videos nach. Wie da die Koordinaten waren. So, genau, da ist der Dschungel. Das heißt, wir sind. Ja, eben dann bin ich ja komplett falsch. Weil wir kamen ja von da hinten. Das heißt, unser Haus müsste da irgendwo sein. Genau, wir sind da hinten so lang gelaufen. Ja, also quasi jetzt quer. Also von euch aus gesehen sind wir da hinten irgendwo gestartet. Ja, und sind da quasi so lang gelaufen. Und haben da einen Bogen gemacht und sind dann zu uns, da wo wir jetzt gerade sind. Also quasi hier geradeaus und dann nach rechts, dann müssen wir direkt nach Hause kommen. Gut, dann versuchen wir das mal. Kann ja nur schief gehen. Das kann ja nur schief gehen. Sind wir vorhin, als wir hierher geschwommen sind, echt an den Bäumen dran vorbeigeschwommen? Hab ich das echt ausgeblendet gehabt? Stimmt, wir sind hier. Ja, da hinten ist die Insel. Ja, klar, wir sind ja vorhin übers Wasser gefahren. Deswegen habe ich mir überhaupt erst das Boot gebaut. Weil wir ja übers Wasser mussten. Ich bin dumm. Okay, das heißt, wir müssen jetzt hier so lange schwimmen. An dem Felsen müssen wir jetzt dran vorbeischwimmen. Und dann müssen wir so lange schwimmen, bis wir auf einem Strand kommen, wo nur normale Bäume wachsen. Die Insel kommt mir jetzt auch schon wieder bekannt vor. Genau. Das heißt, da müsst ihr jetzt gleich einen Strand kommen mit normalen Bäumen. Dann weiß ich wieder, wo wir sind. Alter, das ist ja. Holy moly. Bitte, bitte. Da muss jetzt ein Strand kommen mit normalen Bäumen. Ja, nice. Da haben wir vorhin irgendwo einen Baum abgebaut, um das Schiff zu bauen. Das Boot hier. Das heißt, unser Haus müsste in diese Richtung sein.
Weil hier haben wir für einen Knick gemacht. Glaube ich zumindest. Egal, auf jeden Fall sind wir jetzt hier am Strand. Also das heißt, unser Haus kann entweder nur, wenn wir wirklich einen Knick gemacht haben, in die Richtung sein. Ansonsten wäre es hinten irgendwo in die Richtung. Aber es ist auf jeden Fall alles Sachen, die wir einsehen können. Okay, da hinten ist wieder das Ding. Da scheint unser Haus wirklich in die Richtung zu sein. Da haben wir doch keinen Knick gemacht vorhin. Kein 90 Grad Knick. Ja, was ist das, dieses Glow-Zeug hier bringt, keine Ahnung. Aber es sieht wertvoll aus. So, weiter im Text. Das heißt, in die Richtung müsste jetzt unser Haus kommen. Aber hier ist auch wieder nur dieser Fels. Gut, dann haben wir also für ihn doch kein 90 Grad Knick gemacht. Das ist interessant. Hatte ich da echt keinen 90 Grad Knick gemacht? Nee, stimmt, dieser 90 Grad Knick war da, wo wir bei dem großen Berg waren. Wo wir erst auf den großen Berg raufgegangen sind. Und da dann aber uns dann irgendwann in der Höhle verlaufen haben. Bei dem großen Berg, wo diese beiden komischen Monumente da drauf waren. Wo ich die Kisten geleert habe, wisst ihr noch? Wo ich das Lava blockiert habe. Das heißt, dann habe ich hier doch 90 Grad Knick gemacht, dann müsste unser Haus in die Richtung sein. Eieieiei, Alter. Erstens muss man sich hier räumlich noch orientieren können und dann nur noch wissen, wo man langgefahren ist. Es ist ja... Oh, das heißt, ich muss jetzt einfach nur noch geradeaus schwimmen. Dann kann ich ja bloß noch... Warum kommt da Strand? Stimmt, klar, wir sind ja gelaufen. Irgendwie sind wir gelaufen. Wir sind ja gar nicht mit dem Boot gedingstert. Klar. Ey, das Boot habe ich mir da ja erst gebaut. Das heißt, wir müssen jetzt zu Fuß gewesen sein. Ich bin gerade dezent optimistisch, dass unser Haus entweder in die Richtung liegt. Oder aber in die Richtung da hinten liegt, dass wir quasi am Strand hinten. Also bei dem Strand, wo ich gerade draufgekommen bin, wo ich das Holz abgebaut habe, da hätte ich dem Strand nach links folgen müssen. Und dann quasi geradeaus weiterlaufen müssen einfach. Denn ich glaube mal, hier sieht es nicht so aus, als wenn wir hier zum Haus kommen. Oh mein Gott, was habe ich getan? Alter Schwede, ey. Ja, ich glaube, dann werden wir wohl wirklich bald die... bald mal was essen müssen. Zum Beispiel das Zeug hier. Das schreit danach gegessen zu sein. Meine hier. Aber ist das nicht genau die Gegend? Ich laufe mal in die Richtung. Ich habe ein gutes Gefühl, dass hier auf dieser Ebene irgendwo, also so in dem Bereich hier, unser Haus sein müsste. Irgendwo. Genau, hier ist dieser Strand mit dem Sand. Wir sind ganz nah, ich schwör's. Ich spüre es. Wir sind da irgendwo ist unser Haus. Ich spüre es in meinen Knochen, in meinem Gammel vielleicht, was ich in der Hand habe. Ah, siehst du, auch die Sonne geht schon wieder auf. Das ist ein gutes Omen. Wir müssen hier kommen. Wir müssen hier. Ansonsten sterbe ich gleich. Holy moly. Oh oh. Ich verliere gerade doch wieder ein bisschen die Hoffnung. Was habe ich getan, Leute? Was zum Fick habe ich getan? Genau, da hinten ist der Schneebiom. Da sind wir zu weit. Da hätte ich also vorhin, als wir auf den Strand gekommen sind, doch direkt nach links abbiegen müssen. Eine Kacke. Also ich kann es nicht wieder zurück. Oh mein Gott, wir werden alle sterben.
Ich hoffe, ihr habt noch so ungefähr gerade so, ne, so Orientierung wie ich, damit ihr gerade nicht komplett aufgeschmissen seid. Weil um sich hier überhaupt noch zurechtzufinden, brauchst du schon ein bisschen räumliches Vorstellungsvermögen. Gerade bei so großen Skalen. Also der Strand, den ich gerade suche, wo wir gerade wieder zurücklaufen müssen, ist irgendwo in die Richtung. Und da müssen wir jetzt wieder quasi auf den Strand drauf zulaufen, wo ich das Holz abgebaut habe, um das Schiff zu bauen. Und wenn wir an dem Strand sind, müssen wir von der Richtung, von der wir jetzt kommen, hart nach rechts abbiegen. Dann sollten wir... Das ist ja noch die einzige Möglichkeit, die wir laufen können. Also, die einzige Möglichkeit, von der wir gekommen sein können. Was aber bedeuten würde, dass wir dann doch einen Knick gemacht haben, aber halt nach rechts und nicht nach links. Was schon ein bisschen seltsam wäre. So, da ist der Strand. Dann müsste jetzt hier der Strand mit den ganz normalen Bäumen kommen. Was kommt hier stattdessen? Jetzt kommt hier irgendwelche Buchten und so ein Scheiß. Alter, ich schau gleich alle weg. Alle weg. Gut. Ich suche gerade das Wasser, wo ich gerade mit dem Boot lang gefahren bin. Ich bin ja gerade fälschlicherweise mit dem Boot gefahren. Das Wasser müsste jetzt hier sein, ne? Nee, ist noch nicht. Aber hier sind die Sonnenblumen. Hä? Die Sonnenblumen sind da, aber das Wasser nicht. Ach, genau. Genau, hier bin ich gerade angestrandet. Mit dem Boot. Das heißt, muss ich hier wieder das Boot nehmen und wir erstmal wieder zu dem Strand zurückfahren. Alter Schwede. Das kannst du keinem erzählen. Das ist ja verrücktes Tarn. Ich sag's euch, we are fucked. So, es müsste ja der Strand da sein, ne? Der Strand da vorne. Hey, wieso funktioniert auf dem Boot die Speed-Taste? Kann ich auch auf dem Boot schneller fahren? Ja, tatsächlich. Oder? Es sieht gerade nur so aus. Leute, ich bin verwirrt. Jetzt sind wir wieder bei dem Ding hier. Oh mein Gott. Wir werden nie wieder nach Hause finden. Na gut, ich würde mal sagen, die Folge ist bei 38. Ich breche jetzt an der Stelle einfach ab und wir suchen uns die Koordinaten raus. Irgendwas ist in meinem räumlichen Vorstellungsvermögen kaputt gegangen. Ja. Von daher, bis zur nächsten Folge. Man sieht sich.